Ja, wunderschönen guten Morgen. Gestern waren wir mal zum Dorfflohmarkt in Nordassel. Aber wir waren wirklich nur eine Stunde da, weil wir mussten dann ja gleich arbeiten fahren. Gestern war ja verkaufsoffener Sonntag, wie ihr wisst. Ja, im Prinzip waren wir, wie gesagt, von 11 bis 12 Uhr da und waren so in drei Straßen war. Aber ein bisschen was haben wir gefunden. Aus Langeweile haben wir natürlich was gekauft. Wovon wir natürlich null Ahnung haben. Das sieht jetzt ein bisschen durcheinander aus, durch den Transport. Das müssen wir jetzt wieder richtig hinstellen. Das sind praktisch Autos für die Eisenbahn. Was hat er gesagt? H0? 1 zu 87 oder sowas halt, ne? Wie gesagt, das sieht jetzt ein bisschen wüst aus. Hier haben wir noch ein paar größere Autos gekriegt halt. Zum Beispiel diesen VW Käfer. Deswegen haben wir da überhaupt nur gefragt. Aber dann haben wir natürlich letztendlich ja doch alles genommen halt. Hier waren noch etwas größere Modelle, die gehören glaube ich nicht zur Eisenbahn. Hier diese kleineren gehören wieder zur Eisenbahn, ne? Wo diese etwas größeren zugehören, da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, da kennen wir uns überhaupt nicht aus, weil das gar nicht so unser Gebiet ist eigentlich, ne? Aber seht ihr ja, hier gibt es auch Postwagen und sowas halt, ne? Max Marotzke! Gurken und Sauerkraut. Jawohl! Sauerkraut, schön eingestampft, jawohl! Kontinentalbus haben wir hier. Hier so einen ganzen Transporter mit Autos. Das könnte auch noch zur Eisenbahn gehören, vielleicht sogar von der Größe. Ne? Da seht ihr ja. DPD gab es damals auch schon. Schimmelpianos. Schimmelpianos. Ja, wie gesagt, die Sammlung haben wir auf jeden Fall gekauft. Dann haben wir hier noch ein paar Hörspiele. Also nee, Hörspiele sind es ja nicht. Musikkassetten gekauft hier. Schneider, Busse, Kick, ABBA, Simon & Garfunkel, Manfred Manns Earth Band, Bab und Bee Gees, also nur die bekannten Sachen. Haben wir mal ein bisschen rausgesucht da. Dann haben wir noch ein paar VHS-Kassetten gekauft, auch Musik. Triumph, Magnum, also nur die harten Sachen hier praktisch. Na gut, Eric Clapton haben wir natürlich auch. Wishbone Ash, Klassiker, Journey haben wir hier und Gary Moore. Die haben wir mitgenommen, weil super selten eigentlich. Dann habe ich noch ein paar Spiele gekauft, aber gut, das ist jetzt auch nicht so viel. Das ist Chip and Chap quasi, ne? Als NES-Spiel. Dann haben wir hier Tiger Woods 2000, als er noch jung und knackig war. Zoom, dann haben wir Mario Kart und Super Smash und Mario Tennis als für ein 3DS. Dann haben wir für die PS2 Looney Tunes, das wolltest du unbedingt haben, ne? Dann haben wir Rayman M, Guitar Hero 5 und für die Wii U Cars 3 haben wir da. So, was haben wir noch in der Kiste hier? Genau, drei Comics von Star Wars haben wir hier noch. Diese großen, die an der Seite immer dieses Bild ergeben halt. Ja, gut, mal gucken, ob wir die zum Auffilmen benutzen können. Dann hat man noch an einem Stand hier so Loks gekauft. Ich glaube, die kann man nicht zum Fahren benutzen. Die sind, glaube ich, nur zum Hinstellen, ne? Denke ich mal. So wie das aussieht. Oder meinst du, man kann die losmachen und auf eine richtige Eisenbahn setzen? Glaube ich eher nicht, ne? Also das wird wirklich nur so zum Hinstellen sein. Die fahren auch. Dann haben wir hier noch von Schüco so ein Automobilset. Seht ihr ja, das war der Autoflohmarkt und Zugflohmarkt quasi. Hier haben wir noch mehr Züge. Aber wie gesagt, kennen wir uns leider null mit aus. Müssen wir denn selbst mal gucken, was das überhaupt wert ist. Aber der war, glaube ich, ganz froh, dass er gleich alle losgeworden ist, ne? Der fand ich auf jeden Fall ganz schön. So, und das ist der letzte hier. Jawohl. Und dann haben wir hier noch ein Tütchen. Praktisch alte Sachen zum Bauen sind das. Jeder kann dann Panzer bauen und so. Oh, noch ein Panzer. Ich habe dann Bagger. Hier so, ob da so ein Betonmischwagen, glaube ich, ist das, ne? Hier mit dem Riesenanhänger.
Und von Jägermeister. Können da noch so einen Truck zusammenbauen. Hier ist die Firma Kibri. Mhm. Muss auf jeden Fall schon was wesentlich Älteres sein. Weiß ich nicht, was denkst du? So 70er Jahre, 80er Jahre irgendwie? Da steht das da drauf sogar. Nee. Okay, sie hat keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Wir werden uns informieren für euch. Ja, das war's schon. Was haben wir dafür ausgegeben für das Ganze? 364 Euro. Wie gesagt, wir waren nur eine Stunde da. Danach muss man arbeiten. Okay, vielen Dank. Bis dann.